Hey Leute, was geht? Prunz, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Speed Stealer No Steal. Es geht weiter darum, richtig geile Karten zu erspielen und am Ende eine richtig geile Mannschaft zu haben. Und da setzen wir uns direkt ran. So sieht unser Team momentan aus. Wir haben zwei Tots-Karten. Wir haben zusätzlich noch einen roten Tots und einen goldenen Aubameyang. Ganz nice Spieler. Die rechte Seite sieht sogar schon sehr, sehr fresh aus. Aber in der Mitte und auf der linken Seite muss noch einiges getan werden. Deswegen geht's direkt in die erste Partie. Und ich hoffe, der erste Gegner hat direkt einen geilen Spieler, den wir vielleicht gewinnen können. Oha, das Team vom Gegner sieht sehr interessant aus. Einige Tots-Karten sind auch wieder dabei. Und der höchstbewertetste Spieler, gegen den haben wir jetzt schon sehr oft gespielt, das ist ein Torwart, ich nehme es vorweg, das ist Alisson. Zweimal hatten wir schon die Chance, ihn zu gewinnen. Zweimal haben wir die Partien, bei denen er der Winner's Prize war, verloren. Ich hoffe, das ändert sich jetzt langsam mal. Und wenn sich das ändert und wenn wir als Sieger vom Platz gehen, dann bekommen wir endlich 97er Team of the Season Alisson. Und wenn wir verlieren, dann kommt die 89er Objective Card von Perez in unsere Mannschaft. Okay, auf geht's. Mahrez. Komm schon. Der Gegner hatte gerade eine Chance. Jetzt sind wir dran und wir nutzen die hoffentlich besser. Und genau das ist der Fall. Nice. Komm, Eckball einfach mal flach vors Tor. Wenn einer rankommt, ist das vielleicht ein Tor. Schade. Nächster Versuch. Nochmal genau das gleiche. Ey. Gritsch. Nein. Kommen wir ran. Hat er gut gemacht. Stell Keeper nach oben. Glück gehabt. Nächster Angriff von ihm. Jetzt wieder durch. Ich muss wieder Keeper stellen. Und ich will diesmal einfach raus. Boah. Ah, da war aber gut irritiert jetzt, dadurch, dass der Keeper kam. Oh, der hat uns gerade. Eine Drehung und Torwart ist wieder gestellt. Das ist so wichtig, den Keeper zu stellen. Ich sag's euch ganz ehrlich, hätte ich in beiden Situationen nicht den Keeper gestellt, die jetzt am Pfosten ging, wären beide drin gewesen. Dadurch war nämlich die Ecke, die linke Ecke, wo er jeweils hingeschossen hat, richtig kurz, aber richtig wenig Platz. Und wenn da so wenig Platz ist, schießen die Spieler schlechter. Also hätte ich zweimal nicht den Keeper gestellt, wären beide drin gewesen. Nur deswegen gingen die an den Pfosten. Das ist wirklich so. Da müsst ihr mal drauf achten, wenn ihr den Keeper stellt. Dann schießen die gegnerischen Angreifer dadurch schlechter. Und das rettet gerade richtig Eier, Mann. Der ist kurz davor. Ja, uns hier zu rasieren leider. Ich weiß echt nicht, was ich gerade machen soll. Oba. Ja. Oh. Ja, nein, abseits. Oh. Nein, wie knapp war das? Oh mein Gott, was ist das für ein Spiel, Mann? Überall nur Pfosten. Ich mal Spieler am Ball, die ein bisschen was an der Kugel können. Ganz oben der Non-Rare. Wenn der den auf Oba kriegt, können wir den vielleicht reinsetzen? Hier fallen ja gar keine Tore. Vielleicht mal einen etwas anderen Freistoß machen. Er weiß genau, was kommt. Aber das heißt nicht, dass er es verteidigen kann. Nein, Mann. Oh mein Gott. Mahrez. Mahrez! Einfach. Ja, der ist drin. Was ist das denn für ein Schimmeltor? Du hast vielleicht der Linksverteidiger. Deswegen habe ich direkt geschossen. Ist es gar nicht. Leute, ich habe extra mit dem Linksverteidiger geschossen, weil ich dachte, der ist Linksfuß. Der ist wahrscheinlich mal Linksfuß, hat den trotzdem gemacht, Ehrenmann. Hey, 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 einfach irgendwie. Was ein komisches Game. Ja. Torwart nach oben gestellt. Oh mein Gott, dieses Torwart. Bruder, danke, dieses Torwart stellen. Ey, das macht das Game, ansonsten hätten wir safe verloren. Der ist doch ganz frei. Ja. Was? Und dann geht so einer rein. Ey, letzter Angriff der Partie, hoffe ich. Ja, ja, ja. Gut draufgegangen. Das war's. Der Gegner kriegt keinen Angriff mehr. Jetzt haben wir den letzten Angriff. Wir haben den Sieg. Mahrez verliert den Ball, das ist egal. Herr Schiedsrichter, danke schön. Boah, das war eine harte Partie. Das hätte auch locker andersrum ausgehen können. Der hat dreimal Pfosten geschossen. Wir haben, glaube ich, ein paar Mal gerettet, weil wir Keeper gestellt haben. Krass. Wir mussten richtig kämpfen für diesen Sieger. Wir haben ihn geholt. Zu krass, wie oft wir einfach bisher um Torhüter gespielt haben. Das war sonst auf jeden Fall nicht so. Momentan haben die meisten Spieler wohl den höchstbewertetsten Spieler im Kasten. Aber dadurch, dass wir jetzt 97er Alisson im Tor haben, können wir eigentlich gar nicht mehr um weitere Keeper spielen. Das heißt, jetzt werden endlich auch die anderen Positionen gut geupgradet. Jo, und wie angekündigt, in dieser Partie geht es auf jeden Fall nicht um den Keeper. Der Gegner hat gar nicht mal so viele Special Cards, 3 Stück insgesamt. Auch um die geht es nicht, denn es geht um den Staubsauger fürs Mittelfeld.
Der Winner's Prize für diese Partie ist die ganz normale Goldkarte von Kanté. Und der Loser's Prize für diese Partie ist die ganz normale Goldkarte von Semedo. Steck den durch. Oh mein Gott, diese langsamen Bewegungen. Deswegen versuche ich vorne gar nicht mehr diese Non-Rare-Spieler anzuspielen. Das klappt auch meistens ganz gut. Nein, 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 die Stürmaus. Was macht der? Rennt einfach. Mit allem gerechnet, aber nicht damit. Krass, ich habe die ganze Zeit auf den Pass gelauert. Ober ist auf der falschen Seite. Oben ist er. Ah, ist okay, Ober. Eine gute Ballrolle. Der muss rein. Der ist drin. Okay, nice. Schöner Pass. Oh, vor Ober hat er jetzt vielleicht Respekt. Ober. Oh, Torwart. Moin. Tor ist leer. Ball ist drin. Nice. Der Gegner grätscht teilweise gut ins Leere. Das müssen wir ausnutzen. Ich meine, für uns geht es um den guten Winner's Prize. Komm, grätsch, Gegner. Hey, hey, damit war nicht gemeint, dass er perfekt den Ball grätschen soll. Abseits Falle für Auber war gestellt. Oh mein Gott, was ein Hin und Her. Mein Auber ist am Start und mein Auber schießt. Vorbei. Krass, krass, krass. Krass, Torwart, bitte grätsch raus. Nein, nicht so, nein. Aha. Mahrez muss mal weiter in die Mitte kommen. Was ein langsamer Angriff. Ja. Ja! Auber, den macht er oder was? Aber den eben nicht. Oh komm, gib ihn auf Mahrez. Ey, das ist doch kein Pass in den Lauf, Mann. Das ist ein Pass in den Rücken, was da gespielt wurde. Mahrez. Wave. Das kann nicht sein, Mann. Jetzt werden seine wilden Grätschen sogar noch belohnt. Mahrez. Ja? Ja, diesmal klappen die wilden Grätschen nicht. Nice. Nice, 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 nice. 4-2. Ich glaube, wir haben das Ding in der Tasche. Ah, komm her. Mach ruhig noch mehr Grätschen. Ja. Ja, ja. Das sah richtig nach einer Schwalbe aus. Richtig am Fliegen da Ober. Gelb-Rot für den Gegner. Game over. Das wäre jetzt so typisch, wenn wir jetzt so einen Punkt erreicht haben beim Gegner, wo ihm alles egal ist, wo er auch mit seinen anderen Spielern anfängt, rote Karten zu holen. Auf Ansage quasi, auf Ansage. Das muss auch rot sein. Das ist auch rot, das ist der Elfmeter. Ja, da war auch nicht mehr viel zu sagen. Auber darf den natürlich auch schießen als Star der Mannschaft, der hier jedes Tor macht. Auch wenn er jetzt nicht den besten Elfer-Stat hat. Und wir sowieso mal unsere Elfer verschießen. Ja? Okay, der Gegner kriegt noch einen Angriff in der letzten Minute. Ah, fuck, Keeper. Okay. Nice. Und das dritte Tor bleibt ihm hier verwehrt. Das Spiel endet mit 4-2. Ja, zwischendurch hatte er gut Frust mit seinen Grätschen. Das hat auch einiges ausgemacht auf jeden Fall. Erst recht am Ende, wo er jetzt die Roten geholt hat. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass wir das nächste Game auch gewinnen und dieser Episode mal alle Spiele nach Hause holen. Das wäre ganz geil. Also die Premier League Karten sind momentan auf jeden Fall sehr, sehr beliebt. Man sieht es im Hintergrund, wir kriegen mal wieder einen Premier League Spieler. Wir haben 5 Positionen, die geupgradet wurden. Und auf allen 5 Positionen stehen inzwischen Premier League Spieler. Und ja, wir hatten zwischenzeitlich auch einen Immobiliensturm und so Sachen, aber die sind ja inzwischen wieder weg. Jetzt gerade sind es nur Premier League Spieler. Mal schauen, ob das auch so weitergeht oder ob wir auch ein paar Spieler aus anderen Ligen kriegen. Oha, und es ist tatsächlich jetzt der Fall, dass wir mal um jemanden aus einer anderen Liga spielen, nämlich um jemanden aus der französischen Liga. Er hat Neymar und er hat Mbappé vorne. 2 Weltklasse-Spieler, beide mit einem 94er Rating. Einen davon gönnen wir uns auf jeden Fall, wenn wir gewinnen. Und das ist die 94er Food Birthday Karte von Mbappé mit 5 Sternen Skills und 5 Sternen Weak Foot, eine der besten Karten im Spiel. Und auch wenn wir verlieren, gibt es eine Food Birthday Karte, nämlich die 88er Karte von Sam Maximon, die seine schlechteste Karte ist, die uns einen Downgrade geben würde. In der Partie geht bei beiden gar nichts. Oh, vorne jetzt Mahrez und Auber. Das hat doch mal Potenzial. Mahrez. Vielleicht irgendwie den Ball auf links kriegen. Oh, da ist die Lücke. Hä, wohin? Was macht der hinten? Der wird es sicher rausspielen. Das lassen wir nicht zu. Komplett alles zugestellt. Rückraum. Ja. Hä, Mann. Sehr, stehen wir gut hinten. Oh mein Gott, das ist gut gemacht, aber auch gut geblockt.
Aha. Ja? Ja. Nein, oh mein Gott, wenn Auber den geblockt hätte, ich schwöre, ich hätte den, ich scheiß auf die Regeln dann, der wäre so weg gewesen. Was ein Spiel, ey. Oh Mann. Oh. Jetzt aber, Maris. Oh. Schneller Mann. Maris, oh mein Gott, dieser Typ, wie nice ist der? Das ist so ein komisches Spiel, wir hatten einen Schuss vielleicht, der Gegner 0 nach 60 Minuten. Und jetzt führen wir zum Glück 2-0. Mahrez. Oh, sauber. Ganz langsam. Aber wir kommen trotzdem zum Schuss. Nein, der in der Mitte ist auch schnell. Der Außen, glaube ich, auch. Sehr viele schnelle Leute hier. Oh, wir kriegen immer einen Fuß dazwischen. Das ist so wichtig. Das müssen wir einfach jetzt bis zum Abpfiff. Ja. So gespielt bekommen, dass er keine Schüsse kriegt. Und wir die Konter setzen. Mann, sehr wild. Okay, war so geplant. What the fuck? Digga, what the fuck? Also, ja, 3-0, wie auch immer. Mahrez. Oh mein Gott. Nein. Oh mein Gott. Auba. Er gönnt nicht, er gönnt einfach nicht das Hackentor. Schade, Mann. Das Angriff gehört auch nochmal uns. Auba. Mit Tempo. Auba. Auf Mahrez. Ey. Egal, das Spiel ist durch. Wir haben gewonnen. Und wir haben alle Siege in dieser Episode echt nach Hause geholt. Alle Spiele. Optimal. Dieser Mbappé ist einfach ein geisteskranker Spieler. Und mit dem im Team ist das Team direkt 5-mal so gut, also ich glaube, wir können uns in den nächsten Folgen auf richtig geile Skills und auf richtig heftige Tore gefasst machen. Mahrez hat ja teilweise schon richtig gezeigt, was er drauf hat, aber Mbappé, boah, der wird die nächsten Folgen geisteskranke Sachen veranstalten, also ich bin absolut zufrieden. Das war's heute von dieser Episode Speedstealer Nuss. Wenn ihr auch zufrieden seid, lasst einen Daumen nach oben da, würde mich freuen. Wenn neu auf dem Channel ist, kann gerne unter dem Video ein Abo dalassen, dann verpasst man keine Videos und keine Streams mehr. Ich bin raus, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut und ciao.